Hausbesuch bei Unter uns Star Tabea Hönig, 48, und ihrem süßen Babyboy Monty. Wir haben sehr viel Glück mit unserem Sohn. Wie geht es eigentlich Unter uns Star Tabea Hönig, 48, und ihrem süßen Babyboy Monty? Ein RTL-Team hat Tabea und ihren im Januar geborenen Sohn zu Hause besucht. Vorab haben wir ein Interview mit Tabea Hönig geführt. Wie entspannt ist dein Kind? Monzi ist mega entspannt. Ich glaube, wir haben sehr viel Glück. Die Nächte sind durchwachsen, aber man kann sagen, wenn ein Baby 4 Stunden am Stück schläft, dann schläft es durch. Mein Mann und ich liegen dann schon mal um 20 Uhr im Bett und um 6 Uhr morgens sind wir wieder wach mit Unterbrechungen. Und hast du dir die Zeit nach der Geburt so vorgestellt? Ich hatte es mir insgesamt einfacher vorgestellt. Ich habe immer gesagt, ich drehe wieder im Juni. Es war dann schnell klar, dass das nicht geht. Meine Mutter hat damals auch jeden Abend bei mir Händchen gehalten, bis ich eingeschlafen bin, und daher will ich jetzt noch keinen Babysitter engagieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich so anstelle. Aber ich will zurzeit, dass mein Sohn immer bei mir ist. Nimmt Monty einen Schnuller? Er wollte erst keinen Schnuller. Wir haben dann alle möglichen Schnuller gekauft. Du kannst eigentlich das ganze Regal kaufen, das werden viele Mütter bestätigen, und dann testen, was die Kinder nehmen wollen. Und es stellte sich heraus, der Monty mag nur einen. Seinen Favoriten gibt's im Zweierpack, einmal in rosa und einmal mit einer gelben Krone. Für zu Hause nehme ich den rosafarbenen, damit wir für draußen den Jungs Schnuller haben. Wann kommt Britta zu Unter uns zurück? Meine Rolle Britta ist gerade in Singapur. Wenn der kleine Monty die Mama nicht mehr braucht, kann Britta zurückkommen. Hab bitte noch ein bisschen Geduld, aber ich verspreche euch, wenn sie zurückkommt, dann kracht's, ganz Britta Lieke. Am 13.8. bin ich erstmal beim Fantreffen dabei.